alle, die ich noch nicht gesehen habe, ich wünsche euch ein gesegnetes, frohes neues Jahr, ihr Lieben. Das brauchen wir, denn so ein Jahr, 365 Tage, bringt oftmals viel mit sich. Ich könnte jetzt auch klagen über das letzte Jahr. Ein Jahr voller Trauer, ein Jahr, wo meine Tochter 3 Wochen im Krankenhaus war, wo der Oberarzt kam und uns sagte sogar, dass es eine Zeit gab, wo es kritisch war. Kurz vor Ende des Jahres, Gianni Robacco, der 85 Jahre lang noch nie in einem Krankenhaus war, plötzlich einen Herzinfarkt bekommen hat, kurz vor den Feiertagen. Es wäre ein Jahr, wo ich wirklich sagen könnte, oh Mann, was für ein Jahr. Es könnte aber auch sein, dass ich sagen würde, und ich glaube, ich ziehe lieber diesen vor, nicht zu klagen, was alles passiert ist, sondern ich sage euch von Herzen ehrlich, ich bin Gott dankbar, dass er meine Tochter bewahrt hat. Amen. Und ich bin Gott von Herzen dankbar für mir Opa, dass er immer noch da ist, Amen. Dass er wieder zu Hause ist. Praise the name.